Wenn ich jetzt das Ding öffne, dann schmeißt es mir die Fracht ab. Und das will ich ja gar nicht. Ja, hat sich gleich mit erledigt. Hat sich das Ding da drin versteckt, Herr? Ich feige Sau. Ein schönes Modell vom Schiff. Was hier? Gab's nur ein Kistchen zum Looten. Vielleicht gibt's irgendwas Gescheites mal. Hm, nicht wirklich. Husten ist ganz raus heute. Ja, das war's ja auch schon wieder. Ja, das ist ja nicht viel gewesen. Dann können wir ja weiter. VIP Shuttle Deck. Ein Personal. Zutritt nur für Klasse 1 Personal. Ja, ich bin erster Klasse. Ich bin Premium. Ja, gerne mit. Gibt Geld. Ja, gut. Für was? Manchmal sind die echt dumm gesetzt, diese Speicherpunkte. Aber wir nehmen mit, was geht. Weil das Ding gefällt mir hier ganz und gar nicht. Das ist mir zu einfach, zu wenige Gegner, beziehungsweise gar keine Gegner bisher. Und ich finde überall Muni. Und das ist nicht normal. Dass das nicht normal ist. Deswegen loote ich das erstmal alles und dann gehen wir weiter. Was ich nämlich jetzt an Munition gefunden habe, ist ja übelst. Wie übler Scheiß. Vorne ist noch was zum Looten. Sag mal, da ist irgendwas. Da ging es ja eben die Treppen runter. Ich gehe mal hier rein. Die Tür ist verschlossen. Aufgabe erfüllt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Aufgabe hinzugefügt. Unter J kann man, glaube ich, die Aufgaben angucken, oder? Shuttle Test halber. Was? Test halber? Shuttle sollte jetzt funktionieren, bereit sein, aber es sollten andere Test halber zünden, damit Sie den Shuttle-Genauigkeit des Shuttles überzeugen können, bevor sie kein hier eintrifft. Jawohl. Warum habe ich mir das fast gedacht? Wo teste ich das Ding? Hier drin? Ah! Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ah, guck, da ist er schon, der Hässliche. Da ist er wieder. Das sind beide. So, und jetzt? Oh Gott. Ah ne, das ist der hässliche. Den muss ich hier aufhalten. Oh Gott. Moment, jetzt machen wir andersrum. So, jetzt muss ich schnell sein. Ich geh schon auf. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Mach schon! Nein! Das gibt es doch nicht. Warum hat es nicht funktioniert? Er war zu weit hüben. Da muss man da rüber. Oh Gott. Wie soll ich denn gegen die ganzen Idioten ankämpfen. Achso, ich weiß es. Ich hab's. Oh Gott, das muss ich erstmal überleben. Dass ich es erstmal überleben muss. Dann habe ich nämlich jetzt den perfekten Plan, wie ich gegen den Dicken hier, wie ich den hier hinbekomme, dass er hier stehen bleibt.
Und noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und dann beam ich mit dem Scheiß Antrieb Zündung Ding mache ich ihn jetzt fertig. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Reicht das? Testzündung des Shuttle-Antriebs. Nein! Das gibt es nicht. Muss ich das nochmal machen? Er muss weiter hier stehen und sich regenerieren. Habe ich noch genügend Munition? Ja, das reicht. Stase habe ich noch genügend. Ja. Muss weiter hier in der Mitte stehen. Nachladen. Oh Gott, dann muss ich nochmal zwei Stase-Ding reinhalten. So, jetzt. Das war mein vorletzter Versuch, glaube ich. Nein! Doch, jetzt langt's. Jetzt hat's funktioniert. Alter. Shuttle-Antrieb funktioniert, übrigens. Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ich hab's doch schon gelöst. Alter, und das war das Ding. Wann bin ich schlau? Bin ich ein Genie? Das Shuttle wird jetzt rausgebracht und ich darf. Ich habe aber nur noch 6 Schuss in der Waffe. Nehmen wir lieber die Waffe. So. Gut. Oh, Alter, das war jetzt aber eine Geburt. Aber mehr haben sie bekommen. Was mir fehlt, ist jetzt hier eine Stase-Aufladegerät, aber nach dem Kampf hier gönne ich mir den Speicher. Den Speicherpunkt. Dass ich das mir jetzt redlich verdient habe, das Ding zu speichern. So. Gut, das ist jetzt der Standardweg dann noch, aber. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Ich helfe dir. Und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Och nö. Muss der sich jetzt verwandeln? Und musst du schon wieder diese Dinger ficken? Ja, das ist ja furchtbar. Du kannst ja auch nicht mal die Finger weglassen davon. Dass du auch nicht mal die Finger davon weglassen kannst. So, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Mein Ruhe kann ich machen. Oh, da habe ich ja gar nichts gemacht. Trefferpunkte und Luft. Nö, will ich nicht. Ich will die Waffen verbinden. Plasma-Cutter, Kapazität. Könnte ich machen. Was kann ich bei dem noch machen? Kann ich da noch. Oh, da kann ich die Kapazität nochmal erhöhen. Und noch einmal Schaden. Jawohl, das ist doch mal eine gute Ansage. Jo, wir haben hier noch ein bisschen Zeit, also vielleicht finde ich noch was.
Aber ich denke jetzt eh, dass Kapitel Nummer 10, ich bin auch fertig. Und wir kommen zu Kapitel 11. Von. Sehe ich das nochmal? Zum Flight Deck. Nein, Tab verlassen. Wo kann ich das nochmal angucken? Welches Level? I? I ist Inventar. L. Kapitel 10 und 12 noch. Also noch zwei Kapitel, meine Freunde. Und wobei mir jetzt ins vorletzte Kapitel einbrechen. Ist es danach noch ein Kapitel? Und ja, dann sind es noch zwei Wochen oder so. Und dann fängt das nächste geile Projekt an. Wir freuen uns schon richtig drauf, endlich mal euch das vorstellen zu dürfen. Aber solange dieses Projekt noch läuft, dann muss man das fertig machen. Weil es ist wichtig. Alles bei Let's Play wird alles gespielt. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist dahingestellt, aber es muss gemacht werden. Und das Spiel ist ja gar nicht mal so schlecht. Es macht schon recht Fun. Auch wenn es sich jetzt ein bisschen zieht am Ende. Aber die Missionen sind schön kurz. Das waren jetzt auch wieder so knappe Stunde. Das sind knappe 12 Stunden normalerweise. So, ich brauche erstmal den Starter weg. Zum Glück habe ich immer drei dabei. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangler. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Jawohl, Chef, mache ich doch. Ich mache alles. Oh, Medipack groß kann ich jetzt auch kaufen. Also kaufen wir erstmal das. So, jetzt brauche ich das hier. So, weil der dicke Ding, wird mir nachher auch noch auf den Sack gehen wollen. Deswegen brauche ich jetzt Munition. Werkbank brauche ich jetzt nicht. Energieknochen konnte ich mir keinen kaufen. Ja, das ist nichts gebracht. Oh. Gut, ich weiß nicht, wo du hin willst, aber ich gehe mal in die Richtung. Da gibt es auch immer was zu looten normalerweise. Was immer brauchbar ist. Ah, da jetzt gerade nicht, aber wieder anders, da gab es ja was. Das ist ja gut. So. Speicherplatz brauche ich nicht. Hier richtig? Oh Mann, warum laufe ich eigentlich immer in die richtige Richtung? Bisschen Geld noch gefunden. Geld liegt auf der Straße. Das ist die einzige Tür, wo ich noch Frachtraum abgesichert. Irgendjemand schreit. Warum schreit er? Achso, jetzt ist immer hier. Da hat mir jemand einen Tipp gegeben, dass es hier eine Statue gibt, die zigtausende von Dollar, glaube ich, wert ist. Und die muss ich jetzt, glaube ich, hier finden. Oder was? Irgendwo anders da? Ich weiß es gar nicht mehr. Und das Ding hört sich richtig freundlich an. Wo? Oh. Gut, das sind jetzt die... die nicht so schweren Gegner. Auch irgendwo. Ist es nicht hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Er gesagt, irgendwo unten muss das Ding liegen. Das muss ich hochziehen. Das gibt 50.000, glaube ich. Na gut, da gibt es auch noch Loot-Sachen. Von dem her. Aber wenn es so viel Loot hier gibt. Ich meine, die zwei, das wo die Coins kommen, hier bestimmt nur. Und nicht das Ende. Dass die das nicht das Ende, eher der Anfang vom Ende. Ich sehe ja nichts, was ich hochziehen könnte. Mit meinem Traktorbeam. Ist das? Da ist er. Die, da, habt ihr sie gesehen? Die Statue da unten? Das ist die. Und die will ich. Die will ich unbedingt haben. Ich hab doch gewusst. Irgendwo gibt's die. Und dann pimpe ich mein Wig und alles auf damit. Nee, ich muss erst das Ding hier hochbekommen, bevor ich die
Frachtabwerfer. Das kann ich nicht abwerfen einfach so. Wie komme ich da jetzt am dümmsten dran, an die komische Statue? Ja, wenn ich jetzt das Ding öffne, dann schmeißt es mir die Fracht ab. Und das will ich ja gar nicht. Ich muss da irgendwie hin. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da dran? Da ist er. Das Ding da. Wie komme ich da dran? Ich muss es sehen. Von der anderen Seite? Hier? Ist es das? Wie, das ist doch der komische Typ, wo ich zerflext habe. Das ist doch gar keine Figur, das ist doch der Typ, wo ich zerflext. Das hier, aber das hier will ich doch. Wo ist es jetzt hin? Bin ich jetzt behindert? Oder ist es wirklich nur ein Bug? Hm. Ja, komm. Hau weg die Scheiße. Ah, Fracht wird geborgen. Was borgt er denn mir? Ah, das ist also eine Marke. Diese Marke. Frachtlieferung 782. Für weiteren Frachttransport wird Kinder. Ja, Leute. Gegner, keine Opfer. Gegner. Das war echt nur keine. Das war doch nicht die Statue, wo ich gedacht habe. Es war einfach nur ein toter Dinger. Ja, da ist ja noch einer. Da ist noch einer jetzt. Ja, geil. Ich komme durch, voll. Das ist Thema eh gegessen. Ja, eben. Ja. Jetzt kommt noch der Digger angewatschelt. Ja, wir sind mal jetzt angerannt. Und pumpen jetzt noch einen Starter rein. Die scheiß kleinen Dinger nicht entgegenschmeißt. Oh oh. So. Jungs, ihr habt keine Chance heute. Heute bin ich einfach im God-Mode. Aua. Au. Das war jetzt aber nicht. Meine englische? Halt still. Das ist nicht die feine englische war. Ja, jetzt pumpe ich mir ja wieder ein bisschen Medizin rein. Und das rein. Ein bisschen Munition rein. Alles rein, alles rein. Du, 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 du.
Was ist das? Ach, gibt wieder Energieknoten. Nö, ja, Sensor. Passt alles. Der Lastenaufzug. Marke ist im Hangar. Sie können ihn jetzt in Schatten. Ja, her. Ich brauch noch. Ja, ich weiß, du bist auch noch. Aber ich will ich nicht. Deswegen stirbst du. Bevor du mir was machen kannst. Was sind das denn? Also das da. Das ist ein leichter. Die halten nicht so viel aus wie die anderen, die Zombie-Dinger davon. Die Zombie-Dinger sind schlimmer. So, meine Freunde. Und ich denke, weil davon noch, glaube ich, ein Speicherplatz war. Und ich jetzt dann auch wieder eine Stunde aufgenommen habe. Würden wir sagen dann gleich, dass es hier dann wieder einen kleinen Cut gibt. Und wir hier das nächste Mal weitermachen werden. Oh, gucken wir kurz die Werkbank. Was machen wir noch? Also Schaden wollte ich noch machen. Schaden erhöhen bei meiner Impulsgewehr. Das ist letzte Stufe. So, das ist jetzt komplett ausgerüstet. Das Stufen, das Plasmagewehr. Maximum erreicht. Stärker geht es nicht mehr. Und da war doch eben. Oder auch nicht. Map. Speicherplatz. Werkbank. Ja, ich komme irgendwo an der Speicherbank vorbei und dann machen wir hier ein Kettchen. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Ich habe den Aufzug zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Hä? Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Doch, ich bin richtig. Und da oben gibt es einen Speicherpunkt. Gut, 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 gut. So. Jetzt geht's nach oben. Ich denke noch, dass es noch einen Bossfight geben wird mit dem verrückten Professor. Aber das werden wir dann bald sehr herausfinden. Da läuft eine Prozent immer auf 1 und dann geht's wieder auf 0. Ach, sind wir schon da. Mit Kane in der Hangarbucht treffen, jawohl. Ja, aber da gibt es doch jetzt einen Speicherplatz. Ja, in dem Raum hier. In dem Raum? Nein, in dem Raum glaube ich jetzt weniger. Dass es hier einen Speicherpunkt gibt. Zum nächsten Raum Speicherpunkt. So, so, und dann hier. Hier müsste es jetzt einen Speicherpunkt geben. Da ist er doch schon. So, meine Freunde, das war dann auch die letzte Sache für heute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder rein und dann machen wir das bei der nächsten Aufnahmesession. Beende ich das hier. Oh Gott. Jo, Freunde, dann gab es das Ende ohne Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao.